Ich habe noch kein Gesetz gesehen, das es verbietet, Menschen wieder auferstehen zu lassen. Da liegt ein Zombie rum und zwei Steine. Okay, wir dürfen die Leute jetzt nicht mehr ohne Evidenz verbrennen, aber ich habe ja schon eine und die Verbrennung steht eigentlich schon an. Und damit herzlich willkommen zurück zu Graveyard Keeper. Ja, wir haben hier gerade den Tag der Zeremonie, die wir auch mal abhalten werden. Mit Prayer of Faith können wir immer noch machen, der Rest bringt ja nicht allzu viel. Und während er ein paar Worte sagt und sagt, wie schön die Kirche ist, ja, werde ich nochmal zusammenfassen, was wir letzte Woche gemacht haben. Wir haben die Mühle repariert und dadurch jetzt Alisas Papers bekommen, womit wir Miss Charm bestechen können, dass sie hoffentlich ihrem Vater vergibt, was dann eine Verkettung auslöst, der sondergleichen. Und, ja, ich bin mal gespannt. Ich bin mal gespannt, wie viele Quest-Sachen wir heute machen können. Ja, your donations are welcome, aber ihr Geizhälse gibt ja eh nie viel. Die paar Pfennige da. Aber naja. Immerhin ein paar Silber. Kleinvieh macht auch Mist, wie man sagt. Aber mir bringt es im Moment nicht sonderlich viel. Wir haben auf jeden Fall jetzt schon einiges an Faith akkumuliert. Wir könnten auch ein paar Leichen wiederbeleben. Der Esel sollte demnächst wieder welche bringen. Aber wir müssen da auch für den Inquisitor ein paar Sachen aus Leichen holen. Irgendwelche schwarzbagischen Gegenstände oder Organe, die in den Leichen wohl verarbeitet sind. Oder soll jetzt erstmal nicht unsere Sorge sein, es sei denn, es kommt gleich eine Leiche, was durchaus passieren könnte. Unsere Sorge jetzt sollte sein, erstmal Bier zu machen und vielleicht auch noch ein paar Burger. Dass wir auf jeden Fall vorbereitet sind auf den nächsten Inquisitor-Besuch. Aber ich glaube, dafür brauchen wir auch erstmal ein wenig Wasser und das können wir auch erstmal abschöpfen. Letzte Woche haben wir auch herausgefunden, dass wir, um weiter im Dungeon zu erkunden, also das Dungeon erkunden zu können, wir einen Schlüssel benötigen, den wir gegebenenfalls von Snake bekommen, der uns aber erstmal geweigert hat, mehr darüber zu sagen, sondern einfach nur gesagt hat, das wird unsere letzte Quest sein, tiefer ins Dungeon vorzudringen, blabliblub. Also von daher, ich habe keine Ahnung, was es damit auf sich hat. Wir werden es hoffentlich früher oder später herausfinden. Aber ja, wir machen jetzt erstmal 10 Wassereimer. Benutzen diese doch alle. Ich habe sie sogar schon auf dem Shortcut gepackt. Damit wir erstmal Wasser für genau 4 Bierprozeduren herstellen können. Können wir auch erstmal hier reinpacken. Zack. Und dann machen wir doch wieder ein bisschen Goldbier. Ich meine, wir können es ja zur Not auch einfach in der Taverne verkaufen, wenn wir zu viel haben, was wir demnächst auch tun könnten. Wir könnten rein theoretisch auch überlegen, eine zweite Braumaschine zu machen. Ich glaube, das ist ganz angemessen. Was würden wir denn dafür benötigen? Für einen, ist das der Brewing Stand? Was ist das hier? Es sieht aus wie der Brewing Stand, ne? Dafür brauchen wir einfach nur Steine und Simple Iron Parts. Die müssten wir theoretisch sogar haben. Simple Iron Parts haben wir noch genau 4 Stück. Ansonsten können wir auch einfach welche machen. Wir haben noch 2. Und Steine haben wir auf jeden Fall genug. Das heißt, wir machen noch ein paar Simple Iron Parts. Machen dann einen zweiten Braustand und können dann auch 2 Bier gleichzeitig machen. Das kommt dann unserer Hopfenproduktion auch zugute, dass wir einfach gleichzeitig mehrere Biersachen herstellen können. Das packen wir einfach mal neben die andere. Warum nicht? Bauen das ganze Ding hier noch auf. Und lassen hier dann auch direkt Bier herstellen. Da muss Feuer rein. Haben wir noch irgendwie Kohle oder irgendwas anderes? Zur Not können wir ein bisschen Holz nehmen. Ich glaube, wir haben gerade nichts in der Art. Das heißt, wir müssen einfach ein wenig Feuerholz machen. Das können wir allerdings nicht hier. Das können wir nur hier dran. Und wir können es leider auch nicht direkt aus Holz machen, sondern nur aus, ja, den Dingern hier. Das heißt, wir machen einfach mal ganz viel Feuerholz. So viel, wie unsere Energie noch hergibt. Was nicht sehr viel war gerade. Aber die können wir auf jeden Fall mal unten in die Brewery reinschmeißen. Ist hier überhaupt noch genug drin? Bestimmt, sonst wird es wahrscheinlich gar nicht brennen. Und ja. Dann, ich glaube, ja, 30 Holz reicht wahrscheinlich auch erstmal für eine halbe Ewigkeit aus. Gut, dann brauen wir ein wenig Bier. Es kostet 10, wir haben nur, also wir können praktisch 90 Bier machen. Das reicht erstmal für eine Zeit. Dann legen wir uns schlafen.
Und am nächsten Tag besuchen wir Miss Charm mit den Papers für Alisa. Und schauen mal, ob uns das irgendetwas bringt oder ob sie uns noch mehr sinnlose Aufgaben gibt. Also für uns sinnlos. Den einzigen Sinn, den es hat, ist, dass sie uns einen Gefallen schuldet, den wir dann weitertragen können zum nächsten, der uns dann einen Gefallen schuldet und so weiter. I'm so refreshed. Gut, das Bier ist fertig an beiden Enden. Das heißt, wir können direkt noch mehr brauen. Und wenn wir dann sowieso schon auf dem Weg in der Stadt sind, können wir das eigentlich auch direkt verbraten. Wir haben hier noch mehr als genug drin, glaube ich. Ja, hier. Das heißt, ich schau mal, dass ich 20 Stück hier habe. Ich brauche eh noch erstmal ein paar Burger. Ja, und dann können wir unsere Taverne auch beliefern. Und gegebenenfalls ein wenig Reputation sammeln. Und auch Einnahmen für goldenes Bier. So, hier kann das Bier rein. Die ganzen 39 Biere. Wie geht's denn hier so unserer Kneipe drin? Es geht immer besser. Wir haben kein Geld wahrscheinlich, weil wir kein Bier hatten bis jetzt. Aber ja, sei es drum. Wir können auf jeden Fall jetzt zu Miss Charm. Die sollte gleich da sein, wenn sie nicht schon da ist. Und ihr die Papers übermitteln. Mal sehen, was sie dann zu sagen hat. Hallo Miss Charm, ich habe die Papers. Hallo Darling, how can I help you? I got Alisa's Papers. Here's the paperwork, she can go with you to the concert. Wonderful, we just need to cook us plus 2 years, it'll make everything a little easier. The correction looks sloppy, it's pretty obvious that someone corrected the number. Now I need an Aristo card to countersign the paper, but I don't want to ask just anyone. The wrong rumor could be the death of my reputation. Maybe you could get some Aristo card papers? Then I'd only need your signature. Oh, that looks pretty illegal. You want to talk? I bet you get up to all sorts of illegal stuff at your graveyard. Also, ich habe noch kein Gesetz gesehen, das es verbietet, Menschen wieder auferstehen zu lassen. Besides, it's not like I'll forget to thank you, my sweet. I don't like it, but I guess the ends justify the means. Aristocrat? Aristocrat Papers sind das, die ich kaufen muss. Ich muss dazu aufsteigen, ne? Und die kosten 12 fucking Gold. Wie soll ich denn da dran kommen an 12 Gold? Das dauert ewig. Ich hoffe, die Taverne spielt ein wenig mehr ein in nächster Zeit, ey. Wenn ich irgendwie die Trading Papers bekomme, ich wette, mit dem Merchant kann man auch richtig viel Geld machen, aber ja, I don't know. 12 Gold ist heavy. Das Bier ist auf jeden Fall wieder fertig. Das könnten wir eigentlich auch direkt liefern. Aber ich brauche erstmal noch mehr Wasser. Also ich hole erstmal jetzt ganz viel Wasser, damit ich noch mehr Bier machen kann. Ich wünschte, es gäbe eine einfachere Methode dafür, aber naja. Wobei, mir geht wahrscheinlich auch eh der Weizen aus, naja. Ich zapfe trotzdem erstmal ganz viel Wasser ab, dann habe ich's. Was soll denn der Schmuck? Ich sehe euch gleich, wenn es abgezapft ist. Ja, und da ist uns auch schon die Energie ausgegangen vom Wasserzapfen. Und wir haben 24 Eimer. Ja, das reicht wahrscheinlich nicht allzu lange, aber naja. Wir müssen jetzt eh erstmal ein wenig Energie regenerieren. Ich kann aber das Wasser schon mal hier unten reinschmeißen. Ich schaue mal, dass ich auf jeden Fall am nächsten Tag noch einen Eimer bekomme, damit es eine gerade Anzahl ist. Und dann schauen wir doch einfach mal. Da ist eine Leiche. Okay, nur für den Fall, dass sie gut ist. I'm so refreshed. Ich bezweifle es irgendwie. Möchte ich nicht so viel Energie, also die nicht so sehr vergammeln lassen. Hello, Leiche. Vielleicht hat sie ja auch schon unser erstes schwarzes Objekt. Wer weiß. Tatsache. Ein Gehirn. Das wollen wir doch bestimmt extracten, oder? Ich habe einen Fehler gemacht, aber das hat der Leiche jetzt nicht schlecht. Blut wollen wir ansonsten entnehmen. Das bessert den Zustand der Leiche auch auf. Ja, wünschte ich könnte den Fehler hier noch entfernen. Naja, nehmen wir mal den Body. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was wir damit machen sollen. Haben wir irgendwelche Means, den auferstehen zu lassen? Können wir jetzt so einen Zombie-Juice machen? Brauchten wir dafür? Wir brauchten Health Powder und Blood. Okay. Blood. Blood.
Dann lassen wir ihn doch mal auferstehen. Dann können wir nämlich noch so eine zweite Zombie-Farm machen. Und wir brauchen auch ein wenig Faith. 10 Stück an der Zahl. Haben wir irgendwas, um ihn zu injecten? Ich glaube nicht, ne? Da hat man noch nichts gemacht, so Balsam oder so, um das zu verbessern. Aber egal, darum können wir uns auch alles später kümmern. Hauptsache, wir haben erstmal ein paar Zombies. Ich wette, wir können die auch hinterher noch bedienen. Will ich zumindest hoffen. Aber ja, erstmal hier rüberbringen. Zack. Resurrection by Erection. Naja, nicht ganz. Aber er lebt. Mehr oder weniger. Du kommst erstmal mit. Und jetzt müssen wir mal gucken, was wir hier machen können, um noch eine Farm zu machen. Das braucht Simple Iron Parts, Nails und Wooden Boards. Simple Iron Parts müssten wir, glaube ich, machen. Nails weiß ich nicht. Wooden Boards müssten wir doch haben. Wooden Boards, Nails scheinen wir auch nicht zu haben. Und Simple Iron Parts leider auch nicht so viele. Uns gehen langsam echt die Materialien aus. Wir müssen auf jeden Fall irgendwie Eisen farmen. Ich verstehe aber auch noch nicht. Vielleicht sollten wir den Zombie auch erstmal mit zur Eisenmine da oben nehmen. Und mal gucken, dass er uns irgendwie Eisen liefert. Weil wir kriegen ja nur Stein geliefert. Weil wenn wir Eisen geliefert bekommen, ist das ja gar kein Problem. Und wir haben ja da oben auch einen Typen, der am Werkeln ist. Aber I don't know. Vielleicht müssen wir auch eine zweite Plattform irgendwie machen, wo Eisen drauf gelagert werden kann. Vielleicht kann das einfach nirgendwo hingelagert werden. Wir nehmen ihn jetzt erstmal mit. Auf zur Eisenmine. Ich meine, wir haben hier ja sogar ein Ding, wo Eisen draufgepackt werden soll. Der fördert Kohle. Warum fördert der Kohle? Ist das nicht Eisen? Ja, dann ist es kein Wunder, dass da keine kein Eisen kommt. Hier vorne ist Eisen anscheinend. Aber was für Eisen? Auch diese Platten. Okay. Dann packe ich hier mal eine Platte drauf. Und guck mal, dass ich ein... wir haben auch gar keine Kohle-Stockpiles. Zombie Quarry Right. Zombie Ore Mine Left. Das wird sein. Das brauchen wir dann. Wir brauchen eine Spitzhacke. Nägel. Und Flitches. Und dann sollten wir hoffentlich alles haben. Das andere Problem ist aber hier oben. Warum ist hier eigentlich ein Brunnen? Hier haben wir halt auch Kohle, aber wie fördern wir die denn? Und brauchen wir noch so eine Porter Station? Können wir überhaupt eine machen? Wir nehmen auch mal Sachen für die Porter Station mit. Also dafür brauchen wir dann. Dann brauchen wir insgesamt 16 Flitches, 8 Nails und 2 Clean Paper plus die Spitzhacke, weil vielleicht brauchen wir auch 2 Porter Stations. Aber eigentlich müsste die Porter Station hier doch alles mitnehmen. Was ist, wenn ich... Ja gut, wenn ich Steine erstmal ausstelle, ist das auch irgendwie kacke. Kann ich hier noch einen anderen reinsetzen? Ja, es geht nur einer, oder? Ja. Das Problem ist halt eventuell, dass der mit Steinen voll beladen ist. Ich weiß es nicht. Wir bringen erstmal die Sachen rüber und im gleichen Zuge können wir auch erstmal 2 Eisendinger hier rüber schaffen, weil... Das benötigen wir ja. Ich habe gerade einen Zombie aufgehoben, der die ganzen Steine transportiert hat. Was aber vielleicht nicht schlecht ist. Dann kann er vielleicht andere Sachen machen und ich muss ja gleich sowieso nochmal da hoch. So, wir packen die beiden Sachen hier auf jeden Fall erstmal hin. Jetzt liegt da ein Zombie rum und 2 Steine. Können wir die schon mal irgendwie schmelzen oder sowas? Oder was machen wir damit? Hier an der Säge oder machen wir die nochmal klein? Hier am Steinding. Ja, hier machen wir es. Das ist eine Leiche. Verdammte Scheiße. Ich habe nicht genug Energie für alles. Ich muss mich erstmal hinlegen. Die andere Sache ist, ich brauche auch mehr Health Powder. Ich weiß immer noch nicht, woher ich Health Powder bekomme. Aber hatten wir da nicht letztens mal irgendwas herausgefunden? Ich weiß es nicht mehr. I'm so refreshed. War da nicht irgendwas, dass wir... Ganz entfernt... Du arbeitest erstmal weiter am Weizen. Ganz entfernt, dass wir, glaube ich, irgendwie Karotten oder sowas erforschen wollten. Ging das nicht? Oder haben wir das nicht sogar gemacht?
Das hat Health Solution gebracht. Aber gibt's da nicht irgendwas, vielleicht Berries oder sonst was, was vielleicht... Die müssen wir auf jeden Fall alle erforschen, alle Sachen hier. Lentis. Gibt bestimmt dann, wenn Karotten Health Solution geben, gibt irgendwas hiervon bestimmt Health Powder. Die Zwiebeln waren toxic, das weiß ich. Die anderen Sachen müssen wir alle untersuchen. Naja. Weiß, das Weizen ist fertig, aber da habe ich jetzt gerade keine Zeit für. Wir müssen uns erstmal um eine Leiche kümmern und dann kümmern wir uns gleich darum, dass wir mehr Sachen erforschen. Mal noch 95% runter, ey. Du lagst hier doch erstmal ein paar Stunden. Der Körper ist aber auch nicht so gut, aber wir haben schon mal Dark Intestines. Das ist sehr gut. Und wenn wir jetzt noch das Blut entfernen. Das Fett. Dann haben wir fast einen perfekten Leichnam. Und den frieren wir jetzt auch erstmal ein. Der dürfte ja hier nicht vergammeln. Und dadurch haben wir zwei Sachen hiervon. Und drei. Ich weiß nicht, wie viele ich dem Inquisitor da geben muss. Aber das macht nichts. Das werden wir sehen. Die Dinger kann ich auf jeden Fall nicht hier reinhauen. Was sehr schade ist, aber naja. Ich wollte Sachen erforschen. Das kostet mich zwar etwas Faith, aber das macht nichts. Das kann schon mal zu einem Powder werden. Das kann zu einer Essence. Und wir kriegen eine Story dadurch irgendwie. Beats kann überhaupt nichts gemacht werden. Und Berries kann auch nichts gemacht werden mit. Ja gut, dann gucken wir mal, was wir aus dem Kürbis herausbekommen. Achso, hier machen wir keinen Powder. Ich wollte gerade schon sagen, ich war verwirrt. Hier machen wir Powder. So. Was kommt denn aus dir heraus? Das ist Health Powder, das ist wunderbar. Das heißt, wir müssen ein paar Kyrbeen anpflanzen. Und das heißt aber auch, wir können einen weiteren Zombie auferstehen lassen. Hooray! Und, ja, dann nehmen wir doch auch direkt mal den Kandidaten, den wir hier unten haben. Der ist ja wunderbar vorbereitet. Zack, lass dich wiederbeleben. Resurrection. Unsere Zombie-Armee macht richtigen Fortschritt. Gut. Du wirst sehr wahrscheinlich Gärtner. Die einzige, also das Einzige, was das verhindern kann, dass du Gärtner wirst, ist, wenn wir oben echt eine zweite Porter Station brauchen. Aber das werden wir jetzt herausfinden. Wir müssen erstmal ein wenig Stein hacken. Also Eisenerz. Das schmeißen wir dann hier rein, dass wir Ingots bekommen. Also was wir machen, mal 8 hier und 8 da, damit es ein bisschen schneller geht. Und dann können wir eigentlich erstmal das weitere Feuerholz hier hacken, damit es aus dem Weg ist. Oder auch nicht, weil wir nicht genug Energie haben. Das Feuerholz kann aber auf jeden Fall erstmal hier rein. Wir haben jetzt so viel Zeug im Inventar, ey. Naja, legen wir uns erstmal schlafen. Ein wenig Energie regenerieren und dann hoffen wir, dass bis dahin die Eisenbarren fertig sind. Da ist schon wieder eine Leiche. Meine Güte. Man kriegt auch keine Ruhe. I'm so refreshed. Ja, eins nach dem anderen. Wir brauchen das Wasser dann erstmal hier rein. Ich wollte ein bisschen Bier fertig machen, da ich schon mal hier bin. Zack und zack. Dann können hier Stories rein. Und Weizen kann hier rein. Und ich habe keine Ahnung, was sonst noch alles. Das Health Powder nehmen wir mit rüber. So, gucken wir uns die nächste Leiche an. Vielleicht hat die ja unser drittes schwarzes Organ für den Fall, dass wir alle benötigen. Wäre sehr schön. Ansonsten weiß ich auch nicht. Aber der Vorteil ist an den schwarzen Organen, damit erhöht man auf jeden Fall sehr gut die Qualität der Bodies. Der hat eine katastrophale Qualität, das heißt, wir werden auf jeden Fall den Schädel entnehmen, damit wir drüben weiter bauen können. Und der Rest ist eigentlich auch egal. Dann nehmen wir halt das Fleisch noch raus und dann wird die verbrannt. So, ab auf den Scheiterhaufen mit dir. Zack, angezündet und fertig. Und dann sind die Eisenbarren jetzt fertig, weil die benötige ich jetzt. Ja, zumindest ein paar. Das reicht aber auch erstmal, glaube ich.
Wir brauchen Nails, 16 Stück an der Zahl. Und dann brauchten wir Simple Iron Parts. Wir brauchten auf jeden Fall auch Flitches. Ich mache einfach mal Simple Iron Parts. Früher oder später kann man die bestimmt eh gebrauchen. Und dann noch ein paar Flitches. 7 Stück reichen, dann haben wir nämlich insgesamt 16. Das müsste auch reichen. Meine ich. Mach mal vielleicht noch ein paar mehr. So, die Energie hat dafür gerade gereicht. Dann legen wir uns schlafen. Dann machen wir nochmal eine Verbrennung beim Inquisitor. Bringen ihm die Sachen. Dann... Ja, wir brauchen noch erstmal Burger. Wake up. I'm so refreshed. Du müsstest ja rein theoretisch... Wir brauchen einfach nur ein bisschen Fleisch. Schneid einfach mal ein bisschen Fleisch. Ich hoffe nur, dass das schnell genug durchbrät. Baked Meat hier. Ich weiß es nicht, aber egal. Wir können in der Zwischenzeit einfach mal hoch. Wir brauchen noch Clean Paper. Das haben wir aber wahrscheinlich eher unten, wenn... Da ist noch mehr Fleisch fertig. Bier. Hier ist irgendwo... Haben wir irgendwo Clean Paper? Aber kein Clean Paper. Ach nee, das haben wir hier. Wir haben ja eine extra Papiertruhe fertig gemacht. Aber wir haben hier trotzdem kein Clean Paper. Aber wir müssten Clean Paper aus Pigskin Paper machen können, oder nicht? Ich weiß nicht, ob wir es zur Verbrennung schaffen. Das wird alles sehr, sehr knapp. Naja, Clean Paper. Dafür brauchen wir... das. Und wir müssen auch noch eine Spitzhacke machen. Eine Spitzhacke und dann haben wir alles. Ich meine, wir können auch einfach unsere nehmen und dann uns eine neue machen. Dadurch sparen wir eventuell auch ein bisschen Reparaturkosten. Das heißt, ja, wir brauchen ja erstmal keine Spitzhacke. So, da ist Fleisch. Das heißt, wir können jetzt... Wir brauchen mehr Fleisch. Wie lange braucht das noch? Das ist auch gleich fertig. Und dann können wir Goldburger machen. Komm schon. Danke. Burger mit Goldzwiebeln. Craft. Und zack. Wir haben schon fast 1000 rote Punkte jetzt gesammelt. Und hier mit den Dings haben wir jetzt 1000. Hup. Genau 1000. Ich weiß nicht, was uns das bringt, aber wir haben es. So, jetzt schnell noch zur Verbrennung, bevor der Inquisitor abhaut. Und ihm auch schnell sagen, dass wir hier ein paar Sachen haben. Also ein paar von diesen dunklen Organen. Ich glaube, damit können wir vielleicht anfangen. Give him piece of dark evidence. Ja, wir brauchen alles. Es gibt jeweils 5. Aber wir geben ihm erstmal die dark intestines. Und das dark brain und das heart haben wir leider nicht. Das ist das letzte, was wir benötigen. I think there is no point if we can't burn any witches. Ach, du Penner. Naja, egal. Dann habe ich die Burger schon mal vorbereitet. Das heißt also, er hatte praktisch eine Witch noch gebracht. Und sonst wo. So dachte ich mir, ja, okay, wir dürfen die Leute jetzt nicht mehr ohne Evidence verbrennen, aber ich habe ja schon eine und die Verbrennung steht eigentlich schon an. Machen wir trotzdem mal schnell. Ja gut, dann, jetzt ist noch eine Leiche da, I don't care. Wir müssen dich erstmal hier mitnehmen. So eins nach dem anderen, alles kommt jetzt wieder gleichzeitig prasselt auf einen herab. Ich möchte mich jetzt aber erstmal da oben um den Quarry kümmern, ich brauche mehr Eisen. Und wenn Kohle geliefert werden kann, wäre das auch sehr, sehr cool. Ich glaube, ich habe vergessen, die Flitches aus der Truhe mitzunehmen, aber wir dürften auf jeden Fall eine Sache hier oben machen. Können. So, du bleibst erstmal hier liegen. Ich will erstmal wissen, kann ich überhaupt eine Porter Station machen? Antwort ist ja, ich kann eine machen. Aber ich möchte gerne das hier machen. Die Zombie Mine links. Das ist nicht links, das ist rechts. Also. Aber egal. Wir haben hier jetzt auf jeden Fall Eisen. Ich meine, das hätten wir eigentlich schon letzten Mal gehabt, aber naja. Die Porter Station. Ja, ich habe vergessen, die Flitches mitzunehmen. Aber das macht nichts. Du kommst auf jeden Fall einmal hier rein. Und ihr schaut jetzt, dass ihr Kohle und Eisen bitte macht, ja? Das wäre sehr nett, weil ich dachte, hier wäre schon vorher mal Eisen abgebildet. Aber irgendwie, vielleicht ist der dann gewechselt zu Kohle. I have no idea, aber egal. Das, was wir jetzt hier auf jeden Fall noch machen können, ist halt die Zombie Stone Quarry Right. Was links ist, weil hier ist links. Wenn man das hier drüben als rechts bezeichnet, wenn man das hier als links bezeichnet, dann ist das hier eigentlich... Egal, ihr wisst, wie ich meine.
Wenn das hier eine Seite ist hier oben, dann ist das eine andere Seite. Aber das wäre hier links und nicht rechts. Und das hier oben wäre rechts und nicht links. Wir haben alles verdreht. Und gegebenenfalls müssten wir noch eine Porter Station machen, damit hier mehr geliefert wird. Aber keine Ahnung. Das werden wir jetzt sehen, ob jetzt mehr Eisen ankommt oder nicht. Weil es kann halt sehr gut sein, dass der eine die ganze Zeit versucht, Steine zu tragen, obwohl die voll sind. Aber weil er sie halt schon im Inventar hat, läuft er halt die ganze Zeit nur hin und her. Das wäre sehr bescheuert. Kann aber sein, dass das so ist. Das andere Problem ist, wenn ich eine zweite Porter Station mache und der auch irgendwann anfängt, Steine zu liefern, haben wir genau das gleiche Problem. Das heißt, bei einem müsste ich einfach Steine ausstellen. Und der andere macht halt einfach alles. Naja, gut. Ich lade mal mein Inventar ein bisschen aus. Wir haben noch eine Leiche, das weiß ich. Den Paper tun wir auch erstmal hier rein. Dann denke ich vielleicht dran, eine Porter Station da oben zu bauen. Und dann gucken wir mal. Dann bringen wir den anderen Zombie vielleicht doch nicht zum Gärtner an, sondern auch da hoch. Aber das machen wir alles nächste Mal, weil jetzt kümmere ich mich nur noch hier um die Leiche, damit die nicht vergammelt. Und danach machen wir erstmal wieder Pause. Du hast wieder Dark Intestines. Ich weiß nicht, ob die mir irgendetwas bringen. Ich brauche nämlich nur noch das Herz eigentlich und ich habe wieder verkackt. Das heißt, dir können wir auf jeden Fall auch alles andere entnehmen und dich verbrennen. Wofür wir jetzt keine Energie mehr haben, aber es ist mir ehrlich gesagt schon scheißegal, weil wenn wir die Leiche eh verbrennen, kann die auch ruhig vergammeln. Naja, du kommst dann später mit hoch zur Porter Station und ja. Fleisch haben wir jetzt auch. Haben wir hier noch Platz? Ja, haben wir. Zack. Dann kann hier noch das Dings rein und wir packen hier auch erstmal die Dark Intestines rein. Wir können die erforschen für blaue Punkte, das ist sehr gut. Aber das machen wir nächstes Mal auch. Wir legen uns auf jeden Fall schlafen, damit es speichert. Und am nächsten Tag, naja, zum Astrologen können wir nicht. Ich hatte ein bisschen gehofft, dass er der Aristokrat ist, dem wir um eine Unterschrift bitten müssen. Aber leider nicht, sondern wir müssen 12 Gold dafür ausgeben. Aber naja, I'm so refreshed. Und damit bedanke ich mich wie immer fürs Reinschalten. Ich wünsche euch allen noch einen wunderschönen Abend, eine wunderschöne Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video sehen solltet, einen wunderschönen Tag im Allgemeinen. Und dann bis zum nächsten Mal bei Graveyard Keeper. Bis dahin. Bye-bye.